heiße Holger Herrmann. Ich bin in diesem Krankenhaus, bin ich auch schon behandelt worden. In meiner Jugend lag ich oft hier. Ich war immer so ein Unglückswurm. Ich habe das Bein gebrochen, den Arm gebrochen, mich hat ein Hund gebissen. Da wurde ich hier behandelt. Und meine Knie habe ich hier auch machen lassen. Ne? Und alles gut. Solange wie ich lebe, kenne ich dieses Krankenhaus. Ne? Ich bin 61 Jahre. Ich bin hier in Kriwitz geboren, in der Geburtsstation. Und ich lebe in Kriwitz, weil ich gerne in Kriwitz lebe, weil wir hier ein Krankenhaus haben, weil wir hier alles rundherum haben. Wir haben Ärzte, Apotheke. Fürs Alter brauche ich, um hier weiter leben zu können, mache ich von abhängig, dass hier ein Krankenhaus existiert und besteht. Sonst, wenn ich nicht mehr rauchen kann, dann möchte ich auch, dass meine Kinder, meine Enkel und alle, die mich kennen, besuchen. Und dass ich dann das hier machen kann, hier in Kriwitz. Die Störche, das war eine Idee von unserer Arbeitsgemeinschaft, die Krankenhaus AG. Das hatten wir uns ausgedacht, um darauf aufmerksam zu machen, dass dieses Krankenhaus ja auch eine Geburtsstation braucht. Weil anders, ein Krankenhaus braucht das. Sonst ist das nichts wert, in meinen Augen. Das ist so. Ja, so, meine Kinder, ne? Ja. Hier im Kriwitzer Krankenhaus ist mein Enkelkind geboren, Bruno, 2019. Na, das war mit einer der letzten. Und ich würde es traurig finden, meine Urenkel, wenn ich das schaffe, die sollten hier eigentlich auch geboren werden. Hier, weil das ist Heimat. Ne? Und Heimat ist da, wo man geboren ist. Das ist doch wichtig, oder? Und dazu brauchen wir ein Krankenhaus, ein komplettes Krankenhaus. Ne? Die, sonst, wo will man leben? Ne? Wo kein Krankenhaus ist, so, keine Ahnung, was soll man sagen, weiß ich nicht.